Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute an Tag 19 der Arduino Basics Reihe und heute möchten wir uns mal anschauen, wie man LEDs vom PC aus steuern kann. In der Regel sind die Arduino-Projekte ja meist eher irgendwelche kleinen, eigenständigen Geräte, die sich um irgendwas kümmern oder die irgendwas tun. Aber es gibt sich auch das ein oder andere Projekt, bei dem es ganz interessant wäre, sowohl Analysedaten oder Auswertungen auf dem Monitor sich ansehen zu können. Und genauso ist es sicherlich auch interessant, vom PC aus das Gerät hin und wieder steuern zu können. Es gibt ja sicherlich sehr viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Die eine ist besser, die andere ist schlechter, aber ich denke, dieses besser und schlechter steht und fällt auch immer so ein bisschen mit dem Anwendungsfall. Also da muss eh wahrscheinlich dann jeder für sein Projekt nochmal individuell schauen, ob das hier vorgestellte Projekt jetzt wirklich für ihn das Richtige ist, beziehungsweise welche Software sich da vielleicht besser eignet. Ich wollte euch heute aber einfach mal eine einfache Möglichkeit zeigen, wie überhaupt Signale vom PC an den Arduino geschickt werden können, die ich dann am Arduino auswerten kann und entsprechend darauf reagieren kann. Zur Veranschaulichung habe ich jetzt einfach mal ein ganz simples Beispiel gewählt. Und zwar, wir bauen uns eine Oberfläche am PC zusammen, wo wir einfach drei Buttons haben. Und auf dem Steckbrett haben wir den Arduino mit drei LEDs und wir können eben über diese drei Buttons diese drei LEDs ein- und ausschalten. Natürlich kann man am Ende dann nicht nur LEDs damit schalten, sondern was hinterher das Programm macht, wenn dieses Signal vom PC gesendet wird. Das ist ja jedem selber überlassen. Wir nutzen jetzt einfach nur die LEDs zur Veranschaulichung, damit ihr überhaupt seht, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert diese Kommunikation. Und ich würde sagen, wir schauen noch eben in den Adventskalender und legen dann auch direkt los. Adventskalender, Tag 19. Und an Tag 19 gibt es nochmal einen Taster und einen entsprechenden Widerstand dazu. Die brauchen wir heute nicht. Und ich würde sagen, wir wechseln direkt mal an den PC. Ja, hier seht ihr jetzt die Webseite von Serialcom Instruments und dabei handelt es sich um das Programm, was wir im heutigen Video auch verwenden möchten. Hier seht ihr schon, visualisiert serielle oder UDP-Daten, sofort einsatzbereit an serieller Schnittstelle, LAN, UDP ohne großen Overhead. Und genau diesen Ansatz fand ich durchaus sehr interessant. Wie gesagt, es gibt immer Pro und Contra bei solchen Programmen und da muss jeder so ein bisschen selber gucken, was jetzt für ihn geeignet ist. Wir schauen uns heute einfach mal die Möglichkeit an, mit Serialcom Instruments 4 über die serielle Schnittstelle, die wir ja auch schon kennengelernt haben, zwischen PC und Arduino zu kommunizieren und dementsprechend ein paar LEDs an- und auszuschalten. Für alle, die das Thema serielle Schnittstelle bisher verpasst haben, schaut mal oben in die Infobox, da verlinke ich die Playlist mit allen bisher veröffentlichten Videos der Arduino Basics Reihe. Da könnt ihr euch das Thema dann in Ruhe nochmal ansehen. Wir schauen uns jetzt hier auf der Webseite aber erstmal ein paar Beispiele an, dass ihr überhaupt einen Eindruck bekommt, was die Software so kann und wie die Benutzeroberfläche aussehen kann. Ja, hier sehen wir jetzt erstmal ein Beispiel, wie es aussehen könnte, wenn wir vom Arduino Daten an den PC senden. Das Video kommt übrigens morgen und da gibt es also auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Werte darstellen kann. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt mal eine Möglichkeit, wie man mit Button Panels arbeiten kann. Dann gibt es ja auch Schieberegler, man kann die Daten in Tabellen anzeigen lassen. Ja, ihr seht, hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie man diese Software konfigurieren und einsetzen kann. Von daher, ich werde jetzt auch nicht auf jede Möglichkeit und jede Variante eingehen können. Ich möchte euch nur mal einen ersten Einblick in diese Software geben, dass ihr eine Vorstellung habt, wie ist das Ganze grundsätzlich einzusetzen. Und ich würde sagen, damit legen wir auch jetzt los. Als erstes brauchen wir mal die Software. Dazu gehen wir hier auf All Downloads. Und dann seht ihr hier, den Download für Serialcom Instruments 4 gibt es hier. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und laden uns die ZIP-Datei herunter. Die entpacke ich mir jetzt einfach mal auf den Desktop. So, hier haben wir die Datei. Ich starte sie mal. So, dann klicken wir hier auf Weiter. Stimmen den Bedingungen zu. Klicken wieder auf Weiter. Das Verzeichnis könnt ihr, wenn ihr wollt, angeben. Ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Klicke wieder auf Weiter und sage Beenden. So, damit ist das Programm installiert. Und wir starten das Ganze auch direkt mal. Ja, und hier seht ihr jetzt die Software Serialcom Instruments 4. So, wie ihr seht, wir haben hier 5 Displays. Diese 5 Displays sind einfach 5 verschiedene Anzeigen, die wir individuell konfigurieren können. Ja, und erstmal, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt, wie bediene ich das Ganze jetzt. Als erstes klicken wir mal hier oben auf Instrumentenbox und dann seht ihr hier alle möglichen Typen, die zur Verfügung stehen, die man dann einfach per Klick in die Oberfläche reinziehen kann.
So, die kann ich dann hier auch verschieben. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch einen Tankmeter. Wenn ich da draufklicke, kommt das wieder hier rein. Kann ich hier rüberziehen. Kann ich in der Größe anpassen, wie es mir gerade gefällt. Dann haben wir zum Beispiel digitale Aktoren. So, und das ist jetzt so der Bereich, mit dem wir uns heute auseinandersetzen möchten. Und zwar wäre das einmal der normale Button, den man hier an- und ausschalten kann. Und ein Button-Panel. So, wenn ich diese Komponenten jetzt in den Eigenschaften bearbeiten möchte, dann muss ich hier einmal auf Design-Toggle gehen und dann kann ich die Komponenten anklicken und sehe hier auf der rechten Seite dann die entsprechenden Einstellungen dazu. Da haben wir jetzt gerade das Button-Panel, das ist zum Beispiel der Schalter, hier haben wir den Tank und wie ihr seht, jede Komponente hat erstmal ihren eigenen Kanal. Das heißt, die Kanalzuweisung ist mein Identifier des Geräts. Heißt, wenn ich vom Arduino hinterher sage, hallo hier, ich habe hier einen Wert und der gehört zu Kanal 1, dann weiß darüber das Programm, okay, den Wert nehme ich und zeige den hier auf dem Voltmeter an. Hier kann ich zum Beispiel dann der Komponente einen Namen geben. Wenn ich dann sage Speichern, dann wird das hier auch umbenannt. Aber diese beiden Komponenten sind uns ja erstmal egal. Wir möchten uns mit Button und dem Button-Panel befassen. Wir fangen mal mit dem Button an. Da ist wieder das gleiche Spiel. Dem können wir hier einen Namen geben. Die Buttons haben allerdings das Problem, wenn ich jetzt hier dies ist ein Button reinschreibe und sage speichern, dann seht ihr, das Label, das passt hier gar nicht richtig hin. Von daher gehe ich hier meistens her, schmeiß den Text aus dem Button einfach ganz raus, gehe in die Instrumentenbox, ja, dann klicke ich auf Label, so, und dann seht ihr hier Fontgröße, sagen wir jetzt einfach mal 10, dies ist ein Button. Dann sagen wir okay und dann haben wir hier unseren Text in Schriftgröße 10. Den ziehe ich dann einfach unter oder über den Button, je nachdem, wo ich ihn dann gerne hätte. Dann weiß ich, wofür dieser Button gut ist und dann ist das schöner, als wenn ich hier nur A, B oder C draufschreiben kann, weil hier einfach der Platz fehlt. Ja, das nur am Rande erwähnt. Also wieder zurück zum Taster. Unser Taster bekommt eine Kanalnummer, dann hat er hier noch eine Textposition, dann haben wir hier noch eine LED-Größe, also die können wir zum Beispiel auch auf 20 setzen und wir können die LED auch gelb machen und dann sähe der Button so aus. Das sind noch so kleine Spielereien, ja, und mehr hat dieser Schalter gar nicht. Ja, und wenn ich diese Ansicht jetzt wieder schließe, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den Button ein- und auszuschalten. Wir wollen uns aber vorher mal eben noch das Button-Panel angucken, bevor wir das Ganze jetzt mal ausprobieren. So, und das Button-Panel ist erstmal einfach nur ein Block und diesem Block kann ich Buttons hinzufügen und das machen wir jetzt mal. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach mal Button 1. So. Und dann sagen wir noch Button 2 und dann sagen wir noch Button 3. So, und jetzt haben wir auf Kanal 4 drei Buttons. Mach das mal eben zu und neu auf. So, jetzt stimmt nämlich hier auch die Anzeige. Ja, und diese beiden Komponenten sind ja eigentlich beides Schalter. Die haben aber bei der Kommunikation mit dem Arduino einen kleinen, aber feinen Unterschied, den man wissen muss. Dieser Schalter hier sendet auf Kanal 1, sage ich jetzt mal. Und wenn ich ihn einschalte, sendet er mir eine 1. Und wenn ich ihn ausschalte, sendet er mir eine 0. Das Button-Panel verhält sich da etwas anders. Das Button-Panel hat jetzt einen Kanal 4. Das könnte jetzt aber ja 4, 5, 6, 7 Buttons haben. In dem Fall haben wir jetzt 3. Und das heißt, selbst bei den 3 Buttons kommen wir ja mit 0 und 1 schon nicht mehr hin. Und ihr seht auch, hier gibt es kein Ein oder Aus. Das heißt, hier schalte ich ein und wieder aus. Und hier würde ich jetzt immer genau die gleiche Aktion, also zum Beispiel immer einschalten, auslösen. Heißt, wenn ich eine LED über ein Button-Panel ein- und ausschalten möchte, dann brauche ich einen Button für LED einschalten und einen Button zum LED ausschalten. Das nur mal eben kurz, damit ihr eine grobe Vorstellung habt, wie man mit dem Programm umgehen kann und wie das mit den Buttons so funktioniert. Ich lade mal eben kurz mein vorbereitetes Projekt. Ja, hier seht ihr jetzt das Programm, was ich vorbereitet habe für Serialcom Instruments. Wir haben einmal einen Schalter für die rote LED, womit wir den dann ein- oder eben ausschalten können. Der Schalter läuft auf Kanal 1. Und wir haben ein Button-Panel. Darauf haben wir 4 Buttons. Und der erste Button schaltet die gelbe LED ein, der zweite schaltet sie aus, der dritte schaltet die grüne LED ein und der vierte schaltet die grüne LED wieder aus. Dieses Button-Panel sendet auf Kanal 2. Ja, und damit haben wir eigentlich schon alles, was wir für unser Beispiel heute brauchen. Und damit würde ich sagen, wechseln wir auch direkt ins Sketch. So, hier seht ihr jetzt das Sketch von Tag 19, GPIO über Serialcom Instruments steuern.
In diesem Sketch überwachen wir die serielle Kommunikation auf Eingaben. In der Loop-Methode wird geprüft, ob eine Eingabe nach dem Serialcom Instruments Protokoll kodiert vom PC an den Arduino übertragen wird. Falls eine Eingabe nach dem Schema Raute Wert M Wert kleiner übertragen wird, wird diese geprüft. Sofern ein gültiger Kanal erkannt wird, wird der Wert ausgewertet und entsprechend verarbeitet. Beim Schalten der LEDs wird nach gleicher Kodierung ein Farbcode vom Arduino an den PC übermittelt. Dies sorgt für eine Einfärbung des entsprechenden Blocks in der Oberfläche. Ja, die beiden Arduino-Befehle, die wir gleich im Sketch noch verwenden, die bisher neu sind, sind einmal parseInt und parseFloat. Erkläre ich gleich noch ganz kurz und ansonsten sind die hier wie immer auch nochmal verlinkt. Dann habe ich euch hier die gesamte Dokumentation zu Serialcom Instruments auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr also auch nochmal nachlesen, wie das ganze System funktioniert. Ja, und vielleicht noch eben kurz ein paar einleitende Worte hierzu. Und zwar ist in Serialcom Instruments festgelegt, dass bei serieller Kommunikation die Werte wie folgt übertragen werden müssen. Wir fangen immer an mit einer Raute, dann setzen wir die Kanalnummer da ein. Nach der Kanalnummer kommt ein M und dann kommt der eigentliche Wert, den wir auf diesem Kanal übertragen möchten. Und als Zeichen dafür, dass der Wert hier zu Ende ist, kommt noch ein kleiner als letztes Zeichen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gleich den ersten Button einschalten, der sendet auf Kanal 1 und einschalten hieße eine 1, dann würden wir von Serialcom Instruments gesendet bekommen, Raute 1, großes M, 1, kleiner. Aber schauen wir uns das Sketch jetzt erstmal an. Ja, wir haben drei LEDs, also definieren wir hier auch unsere drei Pins, und zwar rote LED an 3, gelbe LED an 4 und grüne LED an 5. Und dann sind wir auch schon in der Setup-Methode. In der Setup-Methode initialisieren wir als erstes die serielle Kommunikation, heute mal nicht für den seriellen Monitor, sondern heute für Serialcom Instruments. Dann setzen wir die drei Pins der LEDs auf Ausgangsmodus und damit sind wir auch schon in der Loop-Methode. Die Loop-Methode deklariert als erstes mal drei Variablen, und zwar einmal eine Variable vom Typ char mit dem Namen Zeichen, eine vom Typ int mit dem Namen Kanal-ID und eine vom Typ float mit dem Namen Wert. Ja, aber was machen wir jetzt mit den drei Variablen? Also, wir haben in der Loop-Methode eine While-Schleife, while serial available. Die beiden Zeilen while serial available und dann serial read müsst ihr euch noch aus dem Video serieller Eingang bekannt vorkommen. Falls nicht, könnt ihr dazu auch gerne nochmal oben in die Infobox gucken. Da ist die Playlist der gesamten Arduino Basics Reihe nochmal verlinkt. Ich mache hier jedenfalls einfach mal weiter. Wir prüfen hier jedenfalls in einer While-Schleife. So lange, wie auf der seriellen Kommunikation noch Daten anliegen, lesen wir uns das erste Zeichen von diesen Daten aus, merken uns das in der Variable Zeichen und dann schauen wir. Handelt es sich um eine Raute? Weil, wenn nicht, interessiert uns das Ganze nicht, was da gesendet wird. Denn, wie ich eben gesagt habe, alle relevanten Daten mit Serialcom Instruments beginnen immer mit einer Raute. Und das prüfen wir hier. Und wenn dann das Zeichen eine Raute ist, dann lesen wir danach die darauf folgende Zahl ein und das machen wir mit Serial Parse Int. Serial Parse Int ist also ein Befehl, der so lange Zeichen von der seriellen Schnittstelle abholt, bis er ein Zeichen erkennt, was keine Ganzzahl mehr ist. Heißt, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, A, B, 2, 3, 4 schreiben würden, dann würde er 1, 2, 3, 4, 5 abholen, das in die Kanal-ID schreiben und mit dem A würde das Ganze dann unterbrochen und alles, was nach dem B kommt, die Zahlen interessieren ihn an der Stelle nicht mehr. Genau das wird hier nämlich jetzt auch ausgenutzt, deshalb wird diese Eingabe auch mit einem großen M unterbrochen und so ist sichergestellt, dass wir mit Serial Parse Int uns hier eindeutig die Kanal-ID auslesen können. Nachdem wir unsere Kanal-ID ermittelt haben, wird wieder ein Serial Read aufgerufen und es wird geprüft, handelt es sich bei dem darauffolgenden Zeichen hinter dieser Zahl denn auch wirklich um ein großes M. Weil wenn es ein anderer Buchstabe ist, dann ist es nicht unsere Codierung und uns interessiert der ganze Wert wieder nicht. Wenn es aber ein M ist, holen wir uns nach dem M eine Fließkommazahl. Und das machen wir mit Serial Parse Float. Serial Parse Float arbeitet im Prinzip genauso wie Parse Int, mit dem Unterschied, dass es nicht nur Ganzzahlen einliest, sondern eben Fließkommazahlen. Heißt, hier gilt auch ein Punkt und nach einem Punkt werden alle folgenden Zahlen trotzdem noch weiter eingelesen.
parseInt würde bei einem Punkt schon aussteigen. Den so ermittelten Wert schreiben wir in die Variable Wert und dann schauen wir wieder mit SerialRead, ob nach dieser Fließkommazahl das letzte Zeichen ein kleiner Zeichen ist. Wenn auch das stimmt, dann sind wir uns sicher, dass alle Werte, die wir hier ermittelt haben, auch wirklich nach unserer geforderten Codierung geschickt wurden und nur dann rufen wir die Methode Schalter auf. Und zwar mit Kanal-ID und Wert. Ja, und das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was man braucht, um auf Button-Eingaben von SerialCom Instruments zu lauschen und dementsprechend etwas zu tun. Was hinterher jetzt getan werden soll, für welchen Kanal und bei welchem Wert, das kann man dann in der Methode Schalte für sich selber implementieren. Diese Logik hier ist aber bei der Verwendung von SerialCom Instruments eigentlich immer die gleiche. Das heißt, das könnt ihr so für euer Projekt vom Prinzip her auch einfach 1:1 verwenden und müsst nur noch die Methode Schalte an eure Bedürfnisse und um eure Logik erweitert anpassen. So, und hier seht ihr jetzt die Methode Schalte. Das ist also die Methode, die von der Loop-Methode aufgerufen wird, wenn sie gültige Werte erkannt hat auf der seriellen Schnittstelle. Die Methode wird aufgerufen mit den Parametern Kanal und Wert. Über den Kanal kann ich ja identifizieren, welches Bedienelement überhaupt verwendet wurde. Wenn ich das jetzt hier mal daneben halte, über den Kanal weiß ich, war es jetzt hier dieser Schalter oder bei einer 2 war es dann eben dieses Button-Panel. Und genau das prüfen wir hier auch mit Switch Case, was wir ja auch schon kennengelernt haben in einem vorangegangenen Video. Wir sagen hier Switch Kanal Case 1, also wenn Kanal 1 ist, dann arbeiten wir die Logik für den Switch-Button ab. Und wenn Kanal 2 ist, also Case 2, dann arbeiten wir die Logik für das Button-Panel ab. Fangen wir mal mit dem Switch-Button an. Der Switch-Button hat ein und aus, also wenn der Wert größer 0 ist, dann ist der Button eingeschaltet worden, dann schalten wir auch die LED ein. Wenn der Wert nicht größer 0 ist, also 0 oder kleiner, dann schalten wir die rote LED aus. Bei dem Button-Panel hatte ich ja schon gesagt, da haben wir kein Ein oder Aus in dem Sinne, sondern jeder Button hat seinen festen Wert, den er sendet. Und deshalb müssen wir hier eben auch etwas anders abfragen. Und zwar sagen wir hier, wenn der Wert 1 ist, dann handelt es sich um den Button gelbe LED-Pin einschalten. Hier seht ihr, wenn wir die 1 geliefert bekommen, dann wurde auch auf den ersten Button gedrückt. Also gelbe LED einschalten, was wir hier dann auch tun. Bei einer 2 wird die gelbe LED ausgeschaltet, wie das hier auch auf dem zweiten Button steht. Auf dem dritten Button steht grüne LED einschalten. Deshalb sagen wir hier auch bei Wert 3 grüne LED High und bei der 4 grüne LED Low. Jetzt sehen wir hier beim Button-Panel aber noch zusätzlich, dass wir hier auch noch eine serielle Ausgabe machen. Und dieser Wert, den wir hier auf die serielle Ausgabe schicken, der ist genauso kodiert wie der Wert, den wir von SerialCom Instruments erhalten. Und das ist eine Besonderheit des Button-Panels. Das funktioniert leider bei den Buttons selber nicht. Aber beim Button-Panel habe ich die Möglichkeit, aus dem Programm heraus zu sagen, ich schicke SerialCom Instruments den Befehl auf Kanal 2, die Farbe 4 für den ersten Button. Und zusätzlich sage ich ihm hier noch Kanal 2, Farbe 2, Button 2. So, und das sorgt dafür, dass wenn ich hier auf gelbe LED einschalten drücke, jetzt kann ich hier ja drücken und es passiert gar nichts, aber wenn jetzt gleich der Arduino angeschlossen ist und ich sage LED einschalten, dann wird der erste Button auf Farbe 4 gesetzt und der zweite Button auf Farbe 2. Und das heißt, dieser Button hier wird gelb und dieser grau. Wenn ich die LED dann hier ausschalte, dann wird dieser gelb eingefärbte Button wieder grau und der ausgeschaltete Button wird schwarz. Das gleiche machen wir hier bei dem grünen Button auch noch. Die Farbkodierungen findet ihr auch oben in der verlinkten Dokumentation von SerialCom Instruments. Und ich würde sagen, um uns das Ganze jetzt mal live ansehen zu können, schließen wir jetzt mal den Arduino an. Ja, hier noch einmal kurz der Schaltplan für den heutigen Aufbau, auch wenn ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier die drei LEDs an D3 bis D5, die Vorwiderstände vor den LEDs. Da müsst ihr, wie gesagt, auch immer drauf achten. Ich verwende in den Videos hier LEDs mit integriertem Vorwiderstand, deshalb seht ihr die im Video bei mir nicht. Im Schaltplan habe ich sie aber immer eingezeichnet. Achtet darauf, dass ihr die bei euch auf jeden Fall auch einbaut. Ja, dann haben wir oben noch die Brücke auf Ground. Aber ich würde sagen, mehr brauche ich dazu nicht erklären. Ihr kennt das Ganze mit den LEDs inzwischen zu Genüge. Insofern übertragen wir jetzt direkt das Sketch auf den Arduino. Ja, zurück im Sketch. Hier seht ihr den Arduino. Ich schließe den direkt an den USB-Anschluss an und lade das Sketch einmal hoch.
So, das Hochladen ist abgeschlossen. Dann können wir auch direkt in unsere Oberfläche im Serialcom Instruments wechseln. Wir haben hier unseren Schalter, wir haben hier unsere vier Buttons. Ja, und wenn ich jetzt hier auf diesen Schalter drücke, passiert nichts. Das ist aber auch vollkommen korrekt, denn wir haben das Programm noch nicht mit dem Arduino verbunden. Insofern ist das alles okay. Normal würde ich das mit einem Klick hier auf COM machen. Das kann aber noch nicht funktionieren. Genau, Verbindungsfehler, einfach weil wir ihm noch nicht gesagt haben, an welchem COM der Arduino zur Verfügung steht. Dafür klicken wir hier auf Interface und dann sehen wir hier COM-Ports oder LAN-UDP. Wir nutzen jetzt den COM-Port. Als Datenprotokoll nutzen wir Standard Serial COM Instruments. Und jetzt müssen wir hier unseren COM-Port auswählen. Da sehen wir hier schon den COM5. Der wird uns hier schon vorgeschlagen als verfügbarer COM-Port. Ansonsten, wenn er hier mal nichts anzeigen sollte, weil der aktualisiert nicht immer so, geht ihr dazu hier nochmal im Arduino in der Software unter Ports und guckt, welchen Port ihr hier verwendet. Das ist also Port 5, das ist korrekt. Und dann müsst ihr noch darauf achten, dass die Baudrate übereinstimmt. Die steht hier auf 38.400 und die muss übereinstimmen mit den 38.400 von unserem Serial-Beginn-Aufruf in der Setup-Methode. Das stimmt auch überein. Und insofern ist die Konfiguration so jetzt korrekt und wir können das Ganze jetzt mal mit dem Klick auf Verbinden testen. Und wir sehen hier, der kleine Marker wird grün, hier oben COM wird grün und insofern ist jetzt das Programm mit dem Arduino verbunden. Das Umstellen dieses Schalters hat er jetzt natürlich nicht mitgekriegt, deshalb sind die nicht synchron. Ich schalte daher jetzt hier noch einmal aus. Wenn ich jetzt aber hier wieder einschalte, seht ihr, die LED geht auch an. Ich kann sie auch wieder ausschalten, also der Schalter ist schon mal funktionell. So, dann haben wir jetzt hier noch die gelbe LED, die können wir auch einschalten und die grüne können wir auch einschalten. So, und jetzt seht ihr hier auch, ja, man sieht es nicht ganz so gut, aber um den oberen Button zumindest sieht man diesen gelben Rahmen. Dieser farbige Rahmen existiert auch um den Button grüne LED einschalten. Wenn ich jetzt gelb zum Beispiel ausschalte, dann wird hier drum ein schwarzer Rahmen gesetzt und dieser Button wird wieder grau. Das gleiche haben wir auch, wenn wir die grüne LED ausschalten. Ja, und insofern seht ihr, kann man auf relativ einfache Weise über den PC die GPIOs eines Arduinos schalten. Wie gesagt, die Instrumentenbox, die bietet hier noch viel mehr Möglichkeiten. Wir haben hier digitale Aktoren, das waren hier diese Buttons. Es gibt hier dann auch noch analoge Aktoren, so diesen hier zum Beispiel. Bei dem hätte ich jetzt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel sage, hier dieser Prozentwert, den setze ich um in Werte von 0 bis 255 und dann kann ich darüber zum Beispiel eine LED dimmen, eine Pumpengeschwindigkeit regeln, was auch immer. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Dieses Teil hat dann eine Kanalnummer, es hat Werte und diese Werte werden einfach auf dieser Kanalnummer übermittelt. Und von daher, welches Element ihr hier verwendet, ist letzten Endes euch überlassen. Das Prinzip der Vorgehensweise ist immer das gleiche. Ja, das war's auch schon mit dem Video zu Tag 19 zum Steuern des Arduinos über den PC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, würde mich ein Daumen hoch sehr unterstützen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 20 wiedersehen, wenn wir uns dann mal näher ansehen, wie kann ich Messwerte denn auf dem PC anzeigen, sprich wie kann ich Daten vom Arduino an Serialcom Instruments zurücksenden. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!